Herzlich willkommen bei OPT. Um bei uns mitspielen zu können, musst du dich im Forum registrieren. Benutze den Knopf Registrieren. Lies dir die Einverständniserklärung durch und stimme zu. Wähle einen Benutzernamen, ein Passwort und gib eine gültige E-Mail-Adresse an. Um die Registrierung abzuschließen, geh in dein E-Mail-Postfach und folge den Anweisungen in der E-Mail, welche dir von OPT zugeschickt wurde. Hast du deinen Account bestätigt, kannst du dich im Forum anmelden. Solltest du keine E-Mail erhalten haben, melde dich im Forum unter Warte auf Aktivierung. Du bist nun Teil des Forums. Um einer Armee beizutreten, hast du drei Möglichkeiten. Als Pilot melde dich bei der Luftwaffe. Als Panzerfahrer tritt den Panzertruppen bei. Als Infanterist wähle den Knopf einer Armee beitreten. Du wirst einer Armee zugeteilt, wenn du den Knopf einer zufälligen Armee beitreten wählst und deine Eingabe bestätigst. Im Beispiel wurde der Spieler der USMC zugeteilt. Du erhältst eine persönliche Nachricht von deinem Heeresleiter mit den ersten Schritten im Team. Du hast nun Zugriff auf das Unterforum deiner Armee. Auf der Startseite findest du eine Übersicht zu unserem TeamSpeak 3 Server. Wenn du TS3 installiert hast, kannst du auf den Server klicken und dein TeamSpeak verbindet sich mit dem OPT-Server. Unter Benutzer-CP, Profil ändern, kannst du deine TeamSpeak-ID eintragen. Hierdurch werden deine Forenrechte automatisch auf den TeamSpeak-Server übertragen. Du hast dann dort dieselben Rechte wie im Forum. Als Mitspieler hast du natürlich Interesse daran zu wissen, was, wann, wo los ist. Unter Spielplan findest du eine Übersicht der aktuellen Kampagne. Schlachttermine enthält einen Google-Kalender mit allen OPT-relevanten Terminen. In tabellarischer Form findest du unter Tabelle die aktuellen Punktestände sowie die Siege, Verluste oder Unentschieden der aktuellen Kampagne. Unter Armeeanzeigen findest du eine Übersicht über alle Armeen bei OPT. Neben den aktiven Spielerarmeen, USMC und russische Streitkräfte, befinden sich die passiven Armeen. Hierzu gehören die Maintainer. Diese sind für die Organisation rund um OPT verantwortlich. In der Hall of Honor sind ehemalige und altgediente Generäle und Spieler vertreten. Die Fremdenlegion ist für passive Spieler, die mindestens eine Kampagne mitgespielt haben und zurzeit nicht aktiv mitspielen können. Die Routemap zeigt dir den aktuellen Stand beider Teams an. Jedem Land ist eine zu spielende Karte sowie der Spielmodi aus Battlefield zugewiesen. Solltest du noch Fragen haben, wende dich an deinen Gruppenführer, Heeresleiter oder einen Mitspieler im TeamSpeak. Diese werden dir gerne helfen. Wir wünschen dir viel Spaß bei OPT.